Warum werden nicht mehr Zauberer oder alle Zauberer Animagi? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Animagi, also Hexen und Zauberer mit der einzigartigen Fähigkeit, sich nach Belieben in ein Tier und wieder zurückverwandeln zu können. Eine Hexe oder ein Zauberer, der oder die diese Fähigkeit besitzt, wird als Animagus bezeichnet. Die Praxis, ein Animagus zu werden und seinen Körper auf diese Weise zu verwandeln, gilt als eine spezialisierte Form der Transfiguration. Ein Zweig der Magie, der sich auf die Verwandlung und die Veränderung der Form und Aussehens von Gegenständen, Kreaturen und Menschen bezieht. Die Transfiguration umfasst ein breites Spektrum magischer Zaubersprüche und Techniken, von einfachen Verwandlungen von Gegenständen bis hin zu komplexeren Verwandlungen von Menschen. Animagus ist eine Kombination aus dem Wort Tier, also im Englischen Animal, und dem griechischen Wort Magus, was Zauberer bedeutet, also Tierzauberer. Sobald eine Hexe oder ein Zauberer die Fähigkeit beherrscht, ein Animagus zu werden, nimmt sie oder er eine Tiergestalt an, die eng mit ihrer Persönlichkeit und ihren inneren Merkmalen verbunden ist. Wichtig ist, dass du dir deine Animagus-Form nicht selber aussuchen kannst. Sie entzieht sich völlig deiner Kontrolle und ist dem Schicksal überlassen. Was auch immer du zu sein bestimmt bist, ist das, was dir am Ende bleiben wird. Manchmal wirkt sich das gegen dich aus, wie zum Beispiel bei Peter Pettigrew, der sich in eine Ratte verwandelt hat. Und manchmal ist es zu deinen Gunsten, wie bei James Potter, der sich in einen Hirsch verwandelt. Es ist auch erwähnenswert, dass es eine deutliche Beziehung zwischen deiner Animagus-Form und deiner Patronus-Form gibt. Wenn du weißt, was dein Geisttier ist, dann hast du wahrscheinlich auch die Vorstellung davon, was ein Animagus von dir sein würde. Wenn du dir die Zeit nimmst, diese Fähigkeit zu meistern, und das ist ein dickes Wenn. Es scheint nicht viele Beschränkungen zu geben, was ein Animagus tatsächlich sein kann. Wir haben schon Hexen und Zauberer gesehen, die sich in normale und magische Kreaturen verwandeln können. Wenn die Korrelation zwischen Patronustieren und Animagus-Form so konkret ist, wie wir vermuten, dann können wir logischerweise ableiten, dass es möglich ist, dass die Animagus-Form von Hexen und Zauberern selbst den mächtigsten Kreaturen wie Drachen, Chimären, Testralen und Phönixen ähneln kann. In den Büchern lernen wir jedoch nur eine Handvoll gewöhnlicherer Tiere kennen, wie zum Beispiel Hunde, Katzen und Ratten. Das bringt mich zu der kurzen Liste der bekannten Animagi in der Saga. James Potter war der Vater von Harry Potter und meisterte die Fähigkeit, ein Animagus zu werden, bereits im Alter von 15 Jahren. Seine Animagus-Form entsprach seiner körperlichen Patronus-Form, die eines großen und mächtigen Hirsches. Sirius Black war der Patenonkel von Harry Potter. Wie James vollbrachte auch Sirius dieses Kunststück im Alter von 15 Jahren, aber seine Animagus-Form ähnelte einem großen schwarzen Hund. Peter Pettigrew gelang es mit Hilfe seiner Rumtreiberkollegen ebenfalls ein Animagus zu werden. Pettigrews Animagus-Form war eine Ratte, was ihm schließlich den Spitznamen Wurmschwanz einbrachte. Rita Kimcorn war eine Journalistin und Hexe mit einem zweifelhaften Ruf, unehrlich zu sein in ihren journalistischen Bemühungen. Kimcorn benutzte ihre unscheinbare und unregistrierte Animagus-Form eines blauen Käfers, um Stoff zu finden, über was sie auch immer gerade schrieb. Minerva McGonagall, Meisterin der Verwandlung, hatte die Fähigkeit, sich in eine silberne Katze zu verwandeln. Sie war bekannt dafür, dass sie diese Fähigkeiten einsetzte, wenn sie nicht gesehen oder erkannt werden wollte. Talbot Winger, ein Hogwarts-Schüler aus den 1980er Jahren, konnte sich angeblich in einen Adler verwandeln. Seine Mutter, deren Name uns nicht bekannt ist, konnte sich in einen Schwan verwandeln. Und was die bekannten Animagi betrifft, so ist das auch schon alles. In der obigen Liste habe ich die Begriffe registriert und unregistriert benutzt und du fragst dich vielleicht, was das bedeuten könnte. Ich meinte damit, ob die Hexen oder Zauberer ihren Animagus-Status beim Zaubereiministerium registriert haben. Wenn ihr euch erfolgreich in irgendeine Animagus-Form verwandeln könnt, schreibt das Zauberergesetz vor, dass man diese Fähigkeit beim Ministerium registrieren lassen muss. Es gibt ein Register, das anzeigt, in welches Tier du dich verwandelst und deine Merkmale. In diesem Jahrhundert gab es nur 7 Animagi. Wenn du diese enorme Fähigkeit hast, wird die Registrierung von einem Mitarbeiter in der Abteilung für den Missbrauch von Magie im Zaubereiministerium übernommen. Es ist keine Bescheinigung, die beweist, dass du die Fähigkeit besitzt, sondern lediglich ein Eintrag in die Liste des Ministeriums, damit sie dich bei Bedarf im Auge behalten können. Wenn dein Animagus-Status unbekannt ist, gibt dir das ein bisschen zu viel Spielraum, um einfach vom Erdboden zu verschwinden, wie wir es bei Peter Pettigrew sehen konnten. Aber der vielleicht überraschendste Aspekt ist, dass es nur 7 Animagi im letzten Jahrhundert gab, und das ist wirklich überraschend, denn die Liste war sehr kurz.
Aber wie kommt es, dass diese mächtige Fähigkeit in der Zauberergesellschaft so wenig genutzt wird? Warum haben mächtige Zauberer wie Voldemort oder Dumbledore sie nicht einfach ausprobiert? Dafür gibt es mehrere Gründe. Die erste und einfachste Antwort auf diese Frage ist, dass es viel mehr Animagi in der Zaubererwelt gibt, als man uns glauben lassen will. Ich würde viel Geld darauf wetten, dass es Dutzende von Hexen und Zauberern gibt, die diese beeindruckende Leistung vollbracht haben und einfach beschlossen haben, sich nicht beim Zaubereiministerium zu registrieren. Die Hauptfunktion des Registrierungssystems war es, sicherzustellen, dass Animagi ihre Fähigkeiten nicht missbrauchen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Existenz als nicht registrierter Animagus zweifelsohne viele Vorteile mit sich bringt, auf die die meisten Hexen und Zauberer nicht so schnell verzichten würden. Aber kann man es ihnen wirklich verdenken oder verübeln? Ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Vorteile, die man als Animagus hat, mit der Registrierung irgendwie verschwinden würden. Die nächste Antwort auf diese Frage ist, dass sich für manche der langwierige, komplizierte und prekäre Prozess, der damit verbunden ist, ein Animagus zu werden, einfach nicht lohnt. Der umfangreiche Prozess, der mit der Erlangung eines Animagus verbunden ist, wurde auf Pottermore beschrieben. Schritt 1. Mach deine Hausaufgaben, zumindest in Verwandlung und Zaubertränke. Um ein Animagus zu werden, muss eine Hexe oder ein Zauberer in diesen beiden Fächern geschickt sein, um eine Chance zu haben, eine so komplexe Verwandlung zu erreichen. Schritt 2. Trage ein einzelnes Alraunenblatt in deinem Mund, einen ganzen Monat lang, von Vollmond zu Vollmond, um genau zu sein. Wenn du das Blatt verschluckst oder irgendwann aus dem Mund nimmst, musst du das Ganze noch einmal von vorne beginnen. Man muss dann eine kleine Kristallfiole finden, die die reinen Strahlen des Mondes empfängt. Man legt sein mit Speichel gefülltes Blatt hinein und fügt seine eigenen Haare hinzu. Schritt 3. Man fügt einen silbernen Teelöffel Tau von einem Ort hinzu, den weder Sonnenlicht noch menschliche Füße berührt haben, für volle 7 Tage. Und als ob das nicht schon schwer genug wäre, musst du auch noch die Leiche einer Falkenmotte in die Kristallfiole geben. Dann stellst du diese Mischung an einen ruhigen, dunklen Ort und lässt sie in Ruhe bis zum nächsten Sturm. Schritt 4. Während du auf den Sturm wartest, musst du die Spitze deines Zauberstabs auf dein Herz legen, bei jedem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, und sprich die folgende Beschwörungsformel. Amato, Animo, Animato, Animagus. Wenn du die Beschwörungsformel immer wiederholst, wird es eine Zeit geben, in der du einen zweiten Herzschlag spüren wirst. Schritt 5. Sobald ein Blitz am Himmel erscheint, gehst du zu dem Ort, wo du deine Kristallfiole versteckt hast. Dann geht man irgendwo hin, wo du während deiner Verwandlung niemanden erschreckst und dich nicht in Gefahr bringst. Schritt 6. Lege deine Zauberstabspitze an dein Herz und sprich die Beschwörungsformel. Amato, Animo, Animato, Animagus, und trinke den Trank. Du wirst daraufhin feurige Schmerzen spüren, deinen intensiven doppelten Herzschlag. Schritt 7. Die Gestalt der Kreatur, in die du dich bald verwandeln wirst, wird erscheinen, in deinem Kopf. Die Instruktionen warnen dann, du darfst keine Angst zeigen, es ist jetzt zu spät, um der Verwandlung zu entkommen, die du gewollt hast. Schritt 8. Mach dir keine Sorgen, wenn du dich nicht sofort zurückverwandelst. Mit etwas Übung wirst du in der Lage sein, in deine Tiergestalt zu schlüpfen, indem du dir einfach die Kreatur vorstellst. Wenn du ein fortgeschrittener Animagus bist, solltest du dich auch ohne deinen Zauberstab verwandeln können. Es ist aber etwas gefährlich, ein Animagus zu werden, und es ist mit erheblichen Risiken verbunden. Wenn der Prozess nicht korrekt durchgeführt wird, kann das katastrophale Folgen haben. Dies wird auch auf Pottermore beschrieben. Wenn der Prozess, ein Animagus zu werden, schief geht, geht er oft ernsthaft schief. Wir sprechen hier von einer schrecklichen Mutation, halb Mensch, halb Tier, für die es kein Heilmittel gibt. Die erste Verwandlung ist in der Regel unangenehm und beängstigend. Kleidung und Gegenstände wie Brillen oder Schmuck verschmelzen mit der Haut und werden eins mit dem Fell, den Schuppen oder den Stacheln. Wenn man sich zum ersten Mal verwandelt, sollte man versuchen, nicht in Panik zu geraten, da sonst der tierische Geist die Oberhand gewinnen könnte und du sonst etwas Dummes oder Gefährliches tun könntest. Der letzte Grund dafür, dass die Verwandlung zum Animagus nicht für jeden geeignet ist, liegt einfach daran, dass es sehr, sehr schwierig ist. Man braucht nicht nur die mentale Stärke, um all die oben genannten Komplikationen zu bestehen, man muss auch auf dem Gebiet der Verwandlung extrem begabt sein. Verwandlung ist zwar ein Kernfach, das in Hogwarts unterrichtet wird, aber die Fähigkeit, ein Animagus zu werden, ist eine selten und fortgeschrittene Fähigkeit, zu der nur wenige Hexen und Zauberer fähig sind. Animagi-Verwandlungen zeigen das unglaubliche Potenzial der Verwandlungsmagie und die Fähigkeiten, die für eine solche Leistung erforderlich sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der offensichtliche Mangel an Hexen und Zauberern, die Animagi werden können, ein direktes Ergebnis der Komplexität, des Risikos und der Verpflichtung, die der Prozess mit sich bringt, sind. Jedoch glaube ich auch, dass wir die Zahlen des Ministeriums für Animagi mit Vorsicht genießen sollten. Obwohl sie selten und kompliziert sind, glaube ich nicht, dass sie annähernd so selten sind, wie man uns weismachen will. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass es viele mächtige Zauberer da draußen gibt, wie Voldemort oder Dumbledore zum Beispiel, die diese Fähigkeit gemeistert haben, aber einfach nie entschieden haben, sie zu offenbaren. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.